Hier ist Feuervogel TV mit der Heimpremiere in der NRW Arena. Darauf haben die Hagener Basketballfans lange gewartet. Jetzt ist wieder die Hölle los am Ischeland. Wir sind das Feuer, ist die Devise. Gegen einen Gegner aus Bayreuth, der das erste Saisonspiel auch gewonnen hat und gegen den Phoenix schon viele legendäre Spiele gespielt hat. Nicht zuletzt in der Aufstiegssaison 2009. Los geht's, gleich mit Schmackes. Phoenix fühlt sich pudelwohl in eigener Halle und hat den ersten Run des Spiels. Dino Gregory tippt ein zum 6:0. Bayreuth macht erstmal nur große Augen und auch bei mehreren Versuchen keine Körbe. Doch 5 Minuten später führt plötzlich Bayreuth mit einem Punkt. Das Spiel geht hin und her. Phoenix findet dann aber wieder in die Spur. Das erste Viertel geht mit 21:15 an Hagen. Unkonventionell geht's im zweiten Viertel weiter. Bei Phoenix geht die Leichtigkeit flöten. Die Bayreuther Defense zeigt Wirkung. Freie Bälle landen beim Gegner, man rennt sich fest. Und beim Abschluss klappt's auch nicht mehr so richtig. Bayreuth kann zwischenzeitlich ausgleichen. Larry Gordon sorgt dann mit seinem Dreier für die Hagener Führung zur Halbzeit. 5:4, 39:34. Man spürt zum Start ins dritte Viertel. Keith Ramsey und seine Kollegen wollen gleich Dampf machen. Doch irgendwie ist in diesen 10 Minuten der Wurm drin. Während bei Bayreuth fast alles irgendwie reinfällt, springt bei Phoenix fast alles irgendwie raus. Wenn es überhaupt so weit kommt. Phoenix fightet zwar, findet aber irgendwie den Rhythmus und die ruhige, treffsichere Hand nicht wieder. Der Stopfer von Henry Dugard wirkt da wohltuend für die 3145 Fans in der ausverkauften NRW Arena. Mit -6 geht's in den Schlussabschnitt. Einmal mehr mit einem spektakulären Phoenix-Comeback. Nikita Karchenkov gibt das Startsignal und David Bell läuft richtig heiß. 16 seiner insgesamt 23 Punkte macht er in diesem letzten Viertel und bringt seinen Teamkollegen damit die breite Brust zurück. In dieser Phase setzt auch Ole Wendt Akzente mit unbändigem Einsatz und klugem Spielaufbau. Keith Ramsey hat seine Hände überall da, wo der Ball ist. Damit lässt sich Bayreuth knacken. Die Gäste sind verunsichert. Phoenix hat das Spiel jetzt getragen vom 6. Mann auf der Tribüne unter Kontrolle. Alle Versuche, durch schnelle Fouls den Lauf der Hagener zu stören, schlagen fehl. Ole Wendt darf gegen Ende noch ein kleines Freiwurf-Intensivtraining einstreuen und dann wird nur noch gefeiert. Der zweite Sieg im zweiten Spiel. Keine schlechte Ausbeute.
Lass doch alles so sein. Ist auch wieder hier. Ihr Freunde, wir regeln.